Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in Toms Grillwerkstatt in der Autoküche. Heute dreht sich alles zum ersten Mal zum Thema Wintergrillen, weil wir sehen schon, an meinem Hauch, draußen ist kalt und dann macht das Grillen richtig Spaß. Mein Name ist Tom Heinzle, ich bin Buchautor, Grillprofi, Foodstylist, Genussmensch. Bei jedem Grillfest, bei jeder Grillparty mir zu Hause gehört dazu ein schönes Fingerfood. Fingerfood machen wir heute aus Panettone und Lebkuchen. Haben wir beides zuhauf zu Hause während der Winter- und Weihnachtszeit. Ganz einfach, ich nehme so ein Panettone, schneide mir so dicke Scheiben runter. Und idealerweise ist natürlich so ein Panettone mit kandierten Früchten, einer der gefüllt ist, eignet sich eher weniger für dieses Gericht. Ich schneide mir hier solche Würfel mit so einer Kantenlänge von ca. 2 cm. So. Einmal. Leg das kurz auf die Seite. Nehmen wir den Lebkuchen. Wir haben hier einen Appenzeller Biberfladen. Es eignet sich natürlich auch jeder andere Lebkuchen. Übrigens funktionieren die Rezepte mit Weihnachtsstollen, mit Früchtebrot, mit allem, was irgendwie gefüllt ist oder mit Dörrfrüchte ist, funktionieren diese Rezepte. Und die Rezepte funktionieren selbstverständlich auf jedem Grill, bei dem man mit direkter und indirekter Hitze arbeiten kann. Ob Kohle, Elektro oder Gas, spielt gar keine Rolle. Die Gerichte funktionieren auf jedem Grill. So, jetzt haben wir das hergerichtet. Jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt kommt geräucherter Bauchspeck. Da legen wir unsere Sauterrauschen aus auf dem Teller, auf dem Brettchen. Funktionieren würde auch ein Bacon, ein gekochter Speck, aber bei uns ist der Bacon in Österreich eher untypisch. Bei uns wird alles geräuchert und ich finde, dass es mit einem Räucherspeck oder mit einer guten Südtiroler Schinke wahnsinnig gut schmeckt. So, machen wir hier so eine richtige Straße, die Speckstraße. Jawohl, Lebkuchen. Einfach hinlegen und wichtig, eng umwickeln. Wichtig ist eng. Eng umwickeln. So, dann nehmen wir ein Panettone. Auch eng umwickeln. Lebkuchen. So, Dalle. Jetzt haben wir eine ziemliche Menge gewickelt. Der Grill habe ich eingestellt auf 180 Grad indirekte Hitze. Das heißt indirekt. Nochmal zur Wiederholung. Dieses Gericht, wie alle meine Gerichte, funktionieren auf jedem Grill. Wichtig ist, wir müssen direkte oder indirekte Hitze beachten. Hier arbeiten wir indirekt, weil es einfach viel entspannter ist. Wir legen die Sachen jetzt alle, die gewickelte Panettone und die gewickelte Lebkuchen auf den Grill. Und lassen den dann ca. 15 Minuten bei 180 Grad grillen, bis er schön knusprig und krost. So, Deckel schließen, 15 Minuten warten oder 15 Minuten was anderes da. Die nächste Sache herrichten, wenn Gäste kommen. Tischdecker, Gläser herrichten, Getränke holen. Okay. Ganz wichtig beim Wintergrillen, warme Kleidung und auch warme Getränke. Ja, da was ganz Besonderes, das ist der Woodfire. Woodfire, passt genau. Woodfire Gin, Appenzeller Alpenbitter. Das ist ein Gin, der wird warm getrunken. Also ideal zum Wintergrillen. Da tun wir einen schönen Schluck ins Glas. Dann heißes Wasser, haben wir schon gerichtet dahinter. Wir haben da schon was vorbereitet. Hopp.
Wunderbar. Kleidung wärmt von außen, das wärmt von innen. Mhm. 15 Minuten sind um, schauen wir rein. Ja! Bauen wir einen Teller. Jetzt nehmen wir die raus und dann sind wir schön auf den Teller legen. Weil man darf auf Fingerfood schön hinlegen, wie das riecht. Der Panettone wird butterweich, schön angeröstet, der Speck, der große Speck dazu. Hm. Schön. Ui. Und jetzt machen wir ein kleines schnelles Topping drauf. Ich habe da eine Sweet Chili Soße. Sweet Chili Soße ist zwar zu sweet, weil ich will da natürlich schon erreichen Süße, salzig durch den Speck, süß durch den Lebkuchen und den Panettone. Und als drittes will ich auch eine gewisse Schärfe reinbringen. Ich habe so eine Sweet Chili Soße, die einfach zu süß ist. Dann tue ich meinen Hot Nashville Stay Spice dazu. Gut durchrühren. Probieren natürlich. Und jetzt einfach so über das Ganze so locker drüber träufeln. Dass überall etwas von der Chili-Sauce oben ist. Hoi, die hat aber Pfiff, die Sauce. Das ist Maria. Mhm. Gut so. Fertig. Zahnstocherle dazu, dass wir sie so auch schnappen können. Ja. So, und da ist es. Panettone und Lebkuchen im Speckmantel mit einer pfiffigen Chilisauce. Wenn euch das Rezept gefällt, lasst mir ein Like da, folgt mir auf meinem YouTube-Kanal und wenn ihr noch mehr Ideen für tolle Rezepte braucht, kann ich euch mein Hoho Buch empfehlen. Toms Wintergrille. Ein wunderbares Buch. Wir sehen uns. Tschüss.